Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei The Art of Murder. Ich sag immer The Art of Murder, die Kunst des Mordens oder Art of Murder einfach nur. Der Puppenspieler, nein, der Puppen, der Marionettenspieler, so. Gut, was war denn jetzt überhaupt? Wir hatten die Karte. Können wir im Kreis drehen, cool, ne? So, dann gehen wir mal raus. Ausgang. Ich hoffe, niemand erwischt mich mit den Fragmenten dieser Karte. Okay, und wir haben Zeit. Komm, nee. Fenster. Spring aus dem Fenster, Nicole. Durch das offene Fenster kann ich viel sehen. Ja? Durch das offene Fenster kann ich viel sehen. Schlag ein. Diese Objekte passen nicht zusammen. Was hatte sie gerade gesagt am Anfang? Ich hab... Es ging zu schnell. Der Schlüssel steckt fest. Ja. Das war klar. Mach kaputt. Diese Objekte passen nicht zusammen. Klipp zu. Denk nach, Nicole. Oder nimm hier einen Stuhl. Nee. Können wir einen Tisch davor schieben oder einen Schrank? Nicole. Hier sind doch überall Möbel. Schieb irgendwas vor die Tür. Kamin. Doch durch den Kamin. Nein, warte. Achso, können wir nicht. Ich dachte, wir können uns im Kamin verstecken. Haben wir denn hier irgendwas? Bild, Fenster? Tür. Ja, mit der Fenster. Geh doch auf. Das offene Fenster kann ich viel sehen. Ja, es ist schön, dass du da viel sehen kannst. Wirf das Bild Diese aus dem Fenster. Objekte passen nicht zusammen. Wirf die Karte aus dem Fenster. Denk nach, Nicole. Wirf die Münze aus Geht dem Fenster. Nicht. Keine Ahnung. Was sollen wir denn machen? Hier, fotografier dich das um Hilfe. Das funktioniert nicht. Vielleicht SOS mit Blitzlicht. Scheiße. Das wird zu eng. Hier ist Tür. Warte mal, haben wir denn in dem Raum da hinten noch was? Vielleicht ist da noch irgendwie ein Geheimgang? Oder vielleicht müssen wir uns da drin sogar verstecken. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Hier ist nur der Tisch. Vielleicht erwischen sie uns hier nicht. Ich habe gerade schon Schritte gehört. Oh oh. Und? Oh. Okay. Was hatte sie denn gesagt? Ich muss... Es war zu früh am Anfang. Ich wusste nicht, dass sie gleich was sagen wird. Ich hoffe, niemand erwischt mich mit den Fragmenten dieser Karte. Niemand erwischt mich mit den Fragmenten dieser Karte. Okay, dann müssen wir die Fragmente loswerden. Das nennt man Versuch und Irrtum. Wie können wir die denn loswerden? Schmeiß die aus dem Fenster. Nee, Kamin hier war nix. Durch das offene Fenster kann ich viel sehen. Ja, das ist schön, dass du viel sehen kannst. Dann schmeiß die Karte doch da raus. Wieso geht das nicht? Klebt sie fest. Klebt das Ding da fest. Nicole. Oder klebt's da. Ja! Und dann schmeiß raus. Geht nicht. Wie? Bin fest. Schmeiß raus. Geht es? Ja! Sehr gut, Nicole. Ist genau dieselbe. Also. Sieh mal, was die Hunde aufgestöbert haben. Die kenne ich. Gentlemen, ich habe mich in diesem wundervollen Palast verirrt. Ich finde den Weg hinaus einfach nicht. Hast du das gehört? Rein findet sie schon, aber raus nicht. Hast du sie reingelassen? Sie hatte keinen Termin. Was bist du für... Monsieur Carnot hat mich um Hilfe gebeten. Darum bin ich hier. Sie hört einfach nicht auf damit. Der Monsieur ist weg. Weit? Was hältst du davon, sie einfach zu erschießen? Sie ist sehr neugierig. Geht nicht. Der Alte würde einen Anfall kriegen. Haben Sie was gestohlen? Also bitte. Sich an einer Wache vorbeizuschleichen, ist ja wohl was anderes als Diebstahl. Hast du das gehört? Sie hat dich gerade zum Narren gemacht. Durchsuchen wir sie. Ich lasse nicht zu, dass Sie mich durchsuchen. Rufen Sie die Polizei. Sie ist sehr unhöflich. Machen wir sie fertig, sie hat es so gewollt. Wischst du hinterher die Sauerei weg? Also was machen wir? Wir? Nichts. Das überlassen wir den Hunden. Genau, der treueste Freund des Menschen. Schau mal, die hat Beine wie eine Gazelle. Die kann bestimmt schnell rennen.
Vielleicht erreicht sie sogar vor den Hunden die Mauer. Kann sein. Und dann? Dann haut sie auf dem Weg ab, über den sie reingekommen ist, oder? Niemals. Na gut, dafür sind die Hunde da, dass niemand uneingeladen hier reinkommt. Am Tor und überall sind Warnschilder. Wenn sie sie erwischt haben, können wir nichts mehr machen. Ich werde ihre Knochen nicht aus dem Gebiss der Hunde zerren. Gentlemen, ich kann verstehen, dass Sie aufgebracht sind. Aber das mit den Hunden ist ein Witz, oder? Nein, aber wir lassen ihnen einen Vorsprung. Genau, 5 Sekunden. Wir wollen ja kein Gemetzel. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie hier eingebrochen sind. Ehrlich, ich muss nur sehr dringend mit Monsieur Louis sprechen, das ist alles. Wenn das stimmen würde, hätte der Boss Sie erwähnt. Sie versuchen doch nur, Ihren hübschen Hintern zu retten. Rufen Sie doch Ihren Boss an, dann sehen Sie schon. Bitte, jetzt lassen Sie mich doch hier weg. Wenn wir das tun, schlage ich vor, Sie rennen. Was meinst du? Sie wird es nicht schaffen. Und du? Sie wird es bis zur Wand schaffen, aber Sie werden sie etwas zerfleddern. Wollen wir wetten? 100. Abgemacht. Aber klar. Boah, sind die abartig. Dann um 100. Das ist krank. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie haben keine große Chance, aber Sie können es versuchen. Na dann, Süße. Es geht los. 3, 2, 1. Los! Und weg ist sie. Lauf! Yay! Was? Okay. Wie läuft's, Partner? Nick! Nick? Oh Gott, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Moment, was machst du hier? Das Übliche. Üblicherweise bist du nicht in der Nähe. Ja, er lebt. Das mag so aussehen, aber in Wirklichkeit hole ich dich üblicherweise aus der Klemme. Dafür sind Partner da. Ich hoffe, du revanchierst dich dafür. Was? Hast du Ärger? Das werde ich, wenn ich der Obrigkeit nicht erkläre, was du hier machst. Ich versuche, eine Mordserie zu stoppen, die fälschlicherweise einem amerikanischen Bürger angelastet wird. Sieh mal. Das Problem ist, dass das deine private Untersuchung ist. Was ist wichtiger? Das Protokoll oder Menschenleben? Wenn man bedenkt, dass du erst seit einem Jahr mit der Akademie fertig bist. Hilfst du mir? Was? Ich soll dich decken? Ein wenig mehr als das. Ich muss nach Kuba. Das fasse ich nicht. Und du warst so ein braves Mädchen. Sagte der böse Bube. Versteh doch, solche Verbindungen werden in unserem Job missbilligt. Dann könnte das unser letzter Tanz werden. Darf ich bitten? Du bist sowas von emanzipiert. Also? Ich kann ein schönes Mädchen nicht enttäuschen. Danke. Ach, schon okay. Sie halten Jack Dupree, einen amerikanischen Bürger in dieser Burg, gefangen. Befreien wir ihn? Hast du das Memo nicht bekommen, dass wir da nicht hinein können? Ja, ja, das FBI hat keine Befugnis dazu. Aber sollen wir ihn da einfach so lassen? Ah, ich kann einen anonymen Anruf bei der Polizei machen. Aber ich bin nicht sicher, ob sie sich entschließen, dort reinzugehen. Wie komme ich nach Kuba? Wann willst du dorthin? Sofort, nach Havanna. Lass mich nachdenken. Ich habe hier einen Freund. Einer von uns? Das willst du nicht wissen. Ruf diese Nummer an. 509-263-409. Soll ich dich erwähnen? Sag, du hast diese Nummer von Nick und leg auf. Okay. Wir sehen uns, Partner. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder. Ja, hoffentlich. Danke, Nick. Was auch immer er jetzt wieder macht. Er geht nach links. Ach, mit Auto. Tschüss, Nick. Ey, und meine ganzen Sachen. Ich habe mein Telefon bei der Flucht verloren. Vielleicht funktioniert die Telefonzelle. Ich wollte gerade sagen, hier, meine ganzen Sachen sind weg. Kamera. Na, eigentlich haben wir noch 1 Euro. Und die Karte haben wir noch. Gut, dann probieren wir mal die Telefonzelle. Ich habe diese Nummer von Nick. Bitte rufen Sie mich zurück. Ja? Was ist los? Nick sagte, Sie könnten mir helfen. Nee,
Nick. Nick Rumsky. Okay, reden Sie. Ich muss nach Kuba. Wann? Heute wäre gut. Legen Sie nicht auf. Also gut, ich arrangiere das. Aber sagen Sie Nick, wir sind quitt. Kommen Sie zum Flughafen Marseille-Provence. Ihr Flug geht in 2 Stunden. Danke. Oh, da müssen wir uns aber bei Nick bedanken. Da hat er einen Gefallen eingefordert. Und den hat er uns geschenkt. Okay, dann ab zum Motorrad. Oh Gott. Ich hoffe, jetzt kommen die Typen hier nicht wieder. Lauf, Nicole. So, dann ab das zum Flughafen. Das halte ich für keine gute Idee. Wieso? Fahr weg. Achso, okay. Wir sind da. Das ist das Archiv, nach dem Sie gefragt hatten. Okay, Kuba, Havanna, 20. April, 15.10 Uhr. Wir sind bei einem Archiv. Rechts haben wir, links haben wir und eine Rikscha. Gucken wir uns hier erstmal um. Cool, neue Szenerie. Dieses Fahrzeug eignet sich nicht für lange Reisen. Ich gehe nirgendwo hin. Achso, die dürfen wir aber nehmen. Rechts. Was haben wir denn da? Ein Auto. Dieses Auto kommt nicht mehr weit. Es muss repariert werden. Ja, aber das... Oh, warte, da ist noch was. Motorhaube. Echt, müssen wir das reparieren? Ein Feuerzeug? Es ist etwas abgenutzt, aber es funktioniert. Okay, gönn dir. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Dürfen wir nicht. Aber das dürfen wir. Verrosteter Kühlerstopfen. Ein Feuerzeug. Lässt sie liegen. Sie weiß nicht, was sie damit machen soll. Sie nimmt aber einen verrosteten Kühlerstopfen mit. Damit weißt du, was du machen sollst? Wow, Nicole. Vielleicht brauche ich die noch. Seltsam. Das Auto ist Schrott, aber die Batterie ist neu. Okay. What the fuck? Das lässt du da liegen, ja? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Na, deine Logik muss ich mal verstehen, ne? Gut, dann gehen wir nochmal nach links. Oder Straße. Aha. Mietshaus. Okay, wir haben hier einige Objekte. Wasserhahn. Ja, da müssen wir bestimmt Wasser besorgen. Geht der noch? Ich brauche einen Behälter. Okay. Alles klar, Mietshaus. Was sagst du dazu? Wunderschöne Kolonialarchitektur. Ja, hat was, ne? Mit diesen... Wunderschöne Kolonialarchitektur. Bögen hier. Okay, aber mehr können wir hier nicht machen. Links. Es geht noch weiter. Oh Gott, ich verlaufe mich hier doch. Tragetasche. Eine normale Plastiktüte. Ja, nimm mit. Wir machen erstmal Müllentsorgung hier. Gummihandschuhe. Gar kein schlechter Handschuh, wenn man den fehlenden Finger ignoriert. Ja, nimm mit. Wenn mir die Ideen ausgehen, sehe ich einfach im Müll nach. Dann finde ich etwas. Ja, nice. Einen kaputten Handschuh. Nehmen wir uns mit. Ich will gar nicht wissen, was mit dem gemacht wurde mit dem Handschuh. Wow, hier geht's ja auch noch weiter. Bah. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann erstmal zurück und gehen hier in dieses Archiv rein. Informationsblatt. Okay. Immerhin kein Informationsschrank. Ich bin im, was? La Kathedrale. Kaffee trinken.
Wow, das war jetzt bestimmt das, wo wir gerade waren. Abgeschlossen. Da ist eine Nachricht an der Tür. Okay. Dann zurück mit dir, Nicole. Umgezogen hat sie sich auch mal wieder. Hier, ne? Bar. Ist das die Bar oder ist das... Weiß ich nicht. Vielleicht ist es der Typ, der da draußen sitzt. Er hier. Angestellter. Einwohner Havannas. Erstmal mit ihm. Hey. Archiv. Arbeiten Sie zufällig im Archiv? Ich? Schön wär's. Ich mag diese Feldarbeit nicht. Dann würde ich Sie nicht belästigen. Moment, Miss. Was ist mit dem Archiv? Es ist geschlossen, weil der Angestellte auf einen Café ausgegangen ist. Das weiß ich. Aber was wollen Sie von ihm? Dokumente, was man eben in einem Archiv sucht. Wissen Sie, Ihr Land produziert Tonnen davon. Deshalb brauche ich auch den Archivangestellten. Aber das sind Sie ja nicht. Ja. Auf Wiedersehen. Ganz schön neugierig, der Kleine. Was ist das hier? Café. Ein netter Ort. Okay. Angestellter? Fragen wir ihn mal. Begrüßung. Buen provecho. Danke. Öffnen der Archive? Ich suche den Archivangestellten. Das bin ich. Sind Sie Amerikanerin? Ja, ich würde mir gern einige Akten ansehen. Einen Moment. Okay, Rückkehr zur Arbeit. Wann arbeiten Sie wieder? Ich bin bei der Arbeit. Wundervoller Job. Wann kehren Sie zum Archiv zurück? Ich warte auf einen Freund, der mir Zigarren bringen soll. Echte kubanische. Hätten Sie nicht ausmachen können, dass er Sie im Archiv besucht? Was reden Sie da? Da könnte ja jemand glauben, ich wäre bestechlich. Okay. Wenn ich Ihnen diese Zigarren bringe, gehen Sie dann zurück ins Archiv? Wieso nicht? Wow. Jetzt müssen wir erstmal Botengang. Was? Feuerzeug? Nachfüllgerät. Steht hier einfach so da, oder? Ist das so in Kuba? Seltsam. Jemand hat einen Gaskanister in der Sonne stehen gelassen. Propan-Butan muss in einem dichten Behälter gelagert werden. Sonst ist es gesundheitsschädlich. Ja. Ist das gut hier? Komm, wir gehen mal lieber ein bisschen weg von da. Was haben wir denn da noch? Links. Wo kriegen wir denn jetzt Zigarren her? Hier ist noch ein Auto. Graffiti. In diesem Land werden Graffiti subventioniert. Okay. Das sind keine Zigarren. Warte mal. Vielleicht weiß er, ja? Ja, da, Zigarren. Ich möchte Havanna-Zigarren kaufen. Das wird nicht einfach. Die werden alle exportiert. Haben Sie welche? Ich rauche nicht. Brauchen Sie die für Sie? Sicher, wenn Sie keine haben, welchen Unterschied macht das dann? Ich kann Ihnen inzwischen Havanna zeigen. Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Danke, aber nein. Wir können über dies und das quatschen. Und in der Zwischenzeit besorge ich diese Zigarren. Wann wäre das? Nachmittags, nach der Arbeit. Arbeiten Sie jetzt auch? Teilzeit. Okay, auf Wiedersehen. Na, dann auf Wiedersehen, wenn Sie keine haben. Ich rauche nicht. Was ist daran so seltsam? Ja, nichts, aber dein... Ist so Quatsch, das seltsam. Warte mal, ist hier was drin? Eine normale Plastiktüte. La Havanna. Okay. Da haben wir auch nichts. Okay. Denn... Mietshaus. Links. Warte mal. Fragen wir ihn gleich nochmal. Zigarren? Wenn ich Ihnen diese Zigarren bringe, gehen Sie dann zurück ins Archiv? Wieso nicht? Okay, das bleibt beim selben. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir Havanna-Zigarren herbekommen. Also rein theoretisch sind das hier ja nur Zigarren, denn wir sind ja in Havanna. Also brauchen wir einfach nur Zigarren. Links, links, Miethaus, Archiv. Können wir mit der Rikscha irgendwo hin? Ich gehe nirgendwo hin. Nee. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Runde hier nochmal ein bisschen in Kuba um. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und ja, ich bin gespannt. Es gibt neue Locations. Cool, ich freue mich. Alles klar, bis dann. Bye, bye.